Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ihr merkt schon, heute ist ein bisschen was anders. Es wird ein bisschen ein anderes Fockelchens Heimfahrt. Wir haben einen Trauerfall in der Familie und ja, hat mich ziemlich mitgenommen. Deswegen wird es heute ein bisschen eine andere Heimfahrt, ein bisschen ruhiger. Spaß wird es heute auch keiner. Aber naja. Trotzdem gibt es ein Fockelchens Heimfahrt, Teil 54. Kuwadis Deutschland. Ich glaube, ich habe so ein ähnliches Video schon mal gemacht. Aber für mich ist es so aktuell wie noch nie. Es geht natürlich um Corona. Ich glaube, dass wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte man den Trauerfall nicht. Das heißt, auch ich bin da jetzt betroffen. Die Inzidenzzahlen gehen jetzt langsam aber sicher ein bisschen runter. Es ist gerade Februar, der 15. Februar. Das heißt, es geht schon ein bisschen runter, die Zahlen. Interessant ist, was die Politik macht, meines Erachtens. Und ich bin der Verfechter der vorsichtigen Politik, muss man sagen. Ich bin der Verfechter für die Masken zum Beispiel oder auch für Kontaktbeschränkungen und so weiter. Da mache ich mit, da habe ich bis jetzt mitgemacht und es bleibt ja nichts anderes übrig. Aber das, was sie jetzt machen, macht für mich jetzt wirklich keinen Sinn. Erst machen sie uns die Nase, die Zähne lang, nicht die Nase, die ist schon lang. Erst machen sie uns die Zähne lang mit den Inzidenzzahlen hier, alles was mit 50 ist, wenn wir unter 50 sind, geht es wieder aufwärts und dann können wir wieder ein bisschen lockern. Jetzt auf einmal kurz vor der 50 machen sie uns die Nase lang und sagen, ja, das mit 50 ist doch nicht so, das ist eher die 35, weil jetzt kommt natürlich dann der nächste Angstschürer. Der normale Coronavirus ist schon kein Angstschürer mehr, jetzt kommen die Mutanten. Und da machen sie jetzt uns damit Angst, wissen aber selber nicht, was sie davon halten sollen, von den ganzen Mutationen. Ist sie so gefährlich? Ist sie so ansteckend? Ist sie gefährlicher als die alte? Ist sie tödlicher? Ist sie für Ältere gefährlicher, für Jüngere gefährlicher, das wissen sie eigentlich nicht, aber man macht trotzdem erstmal komplett dichten weiter. Aber ab 1. März können wir uns wieder frisieren lassen. Das ist für mich extrem wichtig. Ich hätte eigentlich seit dem ersten Lockdown, wann war das, im November, hätte ich mir die Haare nicht mehr frisieren dürfen. Eigentlich bin ich Schwarzarbeiter im Friseurbusiness und was uns da die anders ausschauen mittlerweile. Tingle Tangle Bob lässt grüßen. Und ja, macht keinen Sinn für mich, weil die Friseure, Friseusen, Friseurgeschäfte, nennen wir es so, haben den persönlicheren Kontakt zum Kunden, den näheren Kontakt zu Kunden, den körperlichen Kontakt zu Kunden. Und ich kann, also mir kann kein Politiker und auch nicht unser Kaiser, König Söder, kann mir das auch nicht erklären, warum das zum Beispiel Bekleidungsgeschäfte oder alle anderen Geschäfte eigentlich zu haben müssen, aber die Friseurgeschäfte offen haben. Weil wenn ich so meine Restaurants anschaue, die es genauso nötig haben, dass man wieder aufmacht und die auch ein super Hygienekonzept gehabt haben, das eigentlich immer funktioniert hat, dann kann man mir das eigentlich ganz schlecht erklären. Und wenn Leute fortgehen, wie es im Sommer war, und müssen sich in die Liste eintragen und schreiben dann Schneewittchen rein, als Name und irgendeine Fantasietelefonnummer, dann muss ich sagen, da kann der Wirt
oder der Pächter von diesem Restaurant, der Besitzer, auch nichts dafür, weil er hat nicht das Recht, den Personalausweis oder den Reisepass anzuschauen, um das zu überprüfen, was da dort steht. Ich kann Karl Hugo Heinz Maximilian, wenn ich nicht schreibe, und irgendeine Telefonnummer, das muss er mir auch glauben. Und deswegen kann der nichts dafür. Das heißt, dieses Hygienekonzept war von Haus aus nicht ganz koscher. Aber es war abgesegnet von der Bundesregierung und deswegen ist es für mich jetzt langsam nicht mehr nachvollziehbar. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird, wenn die Zahlen noch ein bisschen runtergehen, und die werden noch ein bisschen runtergehen, weil die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt gehabt haben, die fangen ja erst so richtig zum Wirken an. Und wie es dann im April, Mai wird, wenn es dann wieder rauswärts geht, vielleicht sogar schon Ende Februar, vielleicht sogar Anfang März, dass wenn die ersten schönen Tage kommen, da wird mir die Leute, glaube ich, nicht mehr so leicht ruhig stellen können. Letztes Jahr, wo war das? In Stuttgart, glaube ich, gell? Wo dann die johlende Menge auf die Polizei losgegangen ist. Und ich glaube, dass es dieses Jahr noch schlimmer werden kann. Und dann können sich die Politiker aber auch nicht hinstellen und sagen, wieso werden denn die so? Das ist ja schlimm, das ist ja gegen die Demokratie. Weil eine Demokratie haben wir mittlerweile schon lange nicht mehr. Das sage ich jetzt als Politikunwissender, muss man auch sagen. Ich bin politisch ja schon ein bisschen gebildet, aber jetzt nicht so. Also ich glaube, wenn ich aufstehe, werden 80% der Deutschen aufstehen, weil ich glaube, dass ich so im guten Durchschnitt bin, was Politik betrifft. Es gibt welche, die haben noch weniger Ahnung, es gibt welche, die haben viel mehr Ahnung. Aber momentan kommt es mir so vor, dass die Leute, die mehr Ahnung haben, definitiv nicht in Berlin sitzen. Und wenn ich mir das so anschaue, dass jetzt in Italien der Draghi plötzlich wieder Ministerpräsident ist und der eigentlich nicht gewählt worden ist, sondern der ist denen einfach, der ist halt gefragt worden, ob er es machen will. Ja, natürlich will er es machen. Hier, kohlemäßig und einflussmäßig ist es so. Und dann jetzt wird den Italienern einfach ein Ministerpräsident vor die Nase gesetzt, obwohl sie nicht gewählt haben. Von der Leyen ist für mich genau das Gleiche. Die ist nie zur Wahl gestanden, wurde auch nicht gewählt und sitzt trotzdem als Präsidentin im EU-Parlament. Das hat meines Erachtens mit Demokratie genauso viel zu tun, wie ich mit der Quantenphysik. Ich bin ja Anhänger der Wampenphysik, der Wampentheorie, aber nicht der Quantentheorie. Da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Und wenn ich mir die Politik so anschaue, Junge, da wird es mir echt anders. Was noch auf uns zukommen wird, ist die Pleitewellen, die Insolvenzwellen der Mittelständler, die jetzt ja noch politisch so gewollt zurückgehalten werden. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch gilt, bis März, Juni, irgend sowas. Ich habe mal was gehört, dass es bis, auf jeden Fall vor der Bundestagswahl sein soll. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nochmal verlegt wird, auch hinter der Bundestagswahl, weil es schaut nicht gut aus, wenn man kurz vor der Bundestagswahl plötzlich eine Insolvenzwelle hat, die in den wirtschaftlichen Faktor, in die Milliarden, wahrscheinlich sogar in die Billionen gehen wird. Das schaut nicht gut aus. Lieber machen wir es danach, weil 4 Jahre haben wir ja dann wieder Zeit, die von uns gewählte Politik wieder machen zu lassen, was sie will. Nicht wählen ist auch für mich immer so eine Sache. Ich bin ja schon mal nicht gegangen zur Wahl, weil das ist für mich so, Demokratie heißt, du darfst wählen und darfst aber auch mitbestimmen, aber im Endeffekt bestimmen wir bloß, wer uns 4 Jahre lang bestimmen soll. Weil meines Erachtens ist die Regierung nicht mehr für das Volk da und regiert nicht mehr für das Volk, so wie es sein soll, sondern es regiert das Volk. Und das ist für mich sehr fragwürdig, was Demokratie betrifft.
Natürlich gibt es welche, ja, du bist ja nie woanders aufgewachsen, du warst schon immer in der Demokratie, du weißt ja gar nicht, was Sozialismus ist und so, oder Diktatur, okay, ja, natürlich kann man es nicht vergleichen mit dem, was wir so kennen, aber das, wenn es so weitergeht, wird nicht mehr viel fehlen. Also das schon mal politisch gesehen, dann muss ich sagen, wirtschaftlich gesehen, ja, ist immer schön, dass man halt jetzt einen Schuldigen hat mit Corona, der uns so ziemlich alles wirtschaftlich verzeiht. Ja, also egal was beschlossen wird, wie viel Geld gedruckt wird, wie viel Schulden wir aufnehmen, wie schlecht die Politik ist, wie schlecht das Ganze nur werden wird. Man kann es jetzt nicht aufs Eigenversagen schieben, sondern man schiebt es halt jetzt auf Corona. Das ist recht praktisch. Also eigentlich ist es für mich fast schon, ja, es ist ja Elfmeter ohne Tormann, dass man diese Politik und diese Geldwirtschaft, die sie jetzt da im Endeffekt an den Tag legen, ja, das ist entschuldbar, wenn man sagt, ja, wir können nichts dafür, das war Corona, nein, war es nicht. Wir haben vorher schon die Probleme gehabt, jetzt durch Corona wird es aufgezeigt und es wird noch viel höher gestapelt, dass man noch höher steigen muss, dass wir oben dann mal ankommen und dass dann, wenn es abwärts geht, umso höher, umso schneller, umso tiefer abwärts geht. Die politischen Parteien sind untereinander spinnefeind, das sieht man ja im Endeffekt die SPD mit der CDU. Die SPD ist immer ganz vorn dabei, wie die FDP auch, und kritisiert alles, was die CDU ja macht, was die CDU wie zum Beispiel Impfdosen bestellen. Und die CDU, die SPD sagt jetzt, ja, und das ist ja nicht unsere Schuld, das war ja die Regierung. Hallo, ihr seid in der Regierung. Und das schon seit länger als 2 Wochen. Und dementsprechend müsst ihr euch das natürlich auch selber auch zuzuschreiben. Ja? Nicht einfach irgendwo sitzen und mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, wer ist schuld? Nein. Da könnt ihr euch selber an die Nase packen. Und ihr müsst selber in die Puschen kommen und auch selber Verantwortung übernehmen, weil die Kohle dafür kriegt ihr ja auch. Das ist immer so eine Frage von mir. Wenn einer viel Geld verdient, dann muss er hohe Verantwortung haben. Und wenn er die Verantwortung nicht hat, dann verdient er aber auch nicht so viel. Also er verdient zwar so viel, aber eigentlich verdient er es nicht. Weil wenn ihr jetzt so die ganzen Vorstände von den Autobauern anschaut, Zetsche zum Beispiel, oder wie hieß er jetzt, der von VW, mir fällt es nicht ein, ich schreibe es oben drauf, der sagt, ich habe keine Ahnung gehabt, was da passiert ist und ich wurde nicht informiert, was Schummelsoftware betrifft, und deswegen kann ich dazu nichts sagen, weil ich das einfach nicht gewusst habe. Ja, das mag sein, dass er nichts gewusst hat, aber das kann er einen Affen verzollen. Aber nicht einen mündigen Bürger. Weil, wenn ich als CEO, als Chef von einem Riesenkonzern, von einem DAX-Unternehmen, nicht genau weiß, was politisch in meinem Verein, in meiner Firma los ist, dann bin ich da definitiv falsch an der Stelle. Vor allem ist es so tiefgreifend, diese Entscheidungen waren so tiefgreifend, die muss der Chef abgesegnet haben. Und wenn er nichts davon gewusst hat, wenn er wirklich nichts davon gewusst hat, der gute Mann, dann muss ich sagen, bringt es ihm auch nichts. Weil wenn ich angeklagt wäre und sagt, da, Focker, du wirst angeklagt, du hast, keine Ahnung, irgendeinen über den Haufen gefahren und das darf man nicht, dann kann ich schon sagen, oh, ach so, ganz ehrlich, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass man das nicht darf. Dann sagt der Richter, naja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Und deswegen wirst du genauso verurteilt, als hättest du absichtlich gemacht. Was da nicht, weil da kann man sich freikaufen, notfalls. Also das ist überhaupt kein Thema. Wenn ich jetzt Mercedes so anschaue mit ihrer Diesel-Affäre, die sie genauso gehabt haben, und der Zetsche sagt, wir sind nicht beteiligt gewesen, 2015 war das, und jetzt hat sich herausgestellt, dass beteiligt waren, es war von vornherein klar, also für mich, vielleicht tue ich jetzt einem Unrecht, kann sein, aber von vornherein klar, und jetzt, wenn man auf die Seite schaut, auf die Daimler-Seite oder die Mercedes-Seite, dann wird da dort angepriesen, dass 95%, glaube ich 95 waren es oder 90% der Klagen, die das Thema Schummelsoftware beinhaltet, abgewiesen worden sein, und deswegen soll man es gar nicht probieren, weil Mercedes da am längeren Hebel sitzt, fast wortwörtlich. Und allein für diesen Text kehren die eigentlich alle miteinander in den Knast. Die würde ich privat haftbar machen, die kehren alle in den Knast. Alle. Wenn einer mit Steuergeldern so umgeht wie unser Verkehrsminister, dann gehört auch der in den Knast. Und er darf nur raus, dass er diese 520 Millionen oder was das sind, oder 560 Millionen abarbeitet mit Schneeschippen, mit Abfall vom Fahrbahnrand aufglauben und hier Straße teeren und so weiter. Der müsste das gut zurückzahlen. Und am Abend der Höhe in den Knast. Und der wird lebensverlängert, dass der auf jeden Fall mit seinem müden Lohn, was er da hat, diese 520 oder 560 Millionen zurückzahlen kann. Und wenn er 300 Jahre lebt, dann soll er es 300 Jahre machen. Den darf ich lebensverlängern, darf ich den nicht sperren. Problem ist, dass wir uns natürlich immer mehr abhängig machen, sprich Russland, Gas, das ist das andere Beispiel. Das wird nochmal ganz böse enden, schätze ich mal. Und wir wissen nicht, wie die Beziehung zu Amerika noch wird. Biden ist jetzt da, Gott sei Dank. Wird es dadurch besser, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist er rein vom Menschlichen her schon mal kein so ein Arschloch, wie der andere Vogel, der vorher dran war. Und auch bloß meine Meinung. Das Problem ist, dass wir, und das sehe ich bei uns in der Firma, uns den amerikanischen Firmen anbieten und das Geld mit vollen Händen, mit Vollanlauf in den Rachen schmeißen. Also, was haben wir denn für Möglichkeiten? Also Umstellung auf Windows, Office 365 und so weiter ist überall eigentlich schon. Sämtliche Firmen haben Microsoft oder vielleicht Apple. Das heißt, das sind amerikanische Firmen. Es gibt keine außeramerikanische Firma, die irgendein Betriebssystem für einen Rechner anbietet und hat. Das gleiche im Handybereich. Es gibt nur Android und es gibt nur iOS. Diese zwei gibt es, mehr gibt es nicht. Und meine Meinung ist, wir sollten in Europa, wenn wir es deutschlandtechnisch schon nicht schaffen, und das werden wir deutschlandtechnisch nicht schaffen, da bin ich mir sicher, aber vielleicht schaffen wir es EU-mäßig, dass man einfach sagt, wir sollten eigentlich in der Lage sein, selber ein Betriebssystem auf die Füße zu stellen, um damit uns unabhängiger zu machen. Und das gleiche im Handybereich. Der Amerikaner, wenn mal abschaltet, wenn es mal hart auf hart geht und blöd auf blöd geht, lass jetzt einmal den beiden 4 Jahre dran sein oder vielleicht dann gesundheitstechnisch mal abtreten und dann sei Vizepräsidentin rankommen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Gut, kommen wir jetzt auch nicht drauf. Und nach 4 Jahren lass einmal entweder den Trump nochmal kommen oder noch schlimmer sein Sohn. Und dann kann es natürlich sein, dass der rigoros Microsoft sagt, jetzt schalt ab, America first, und schalten dann GPS aus. Deswegen wollen wir ein eigenes GPS haben. Mit dem Galileo, das wir bis heute noch nicht hinbringen.
schalten das GPS aus und dann schalten die Betriebssysteme für die Rechner aus. Vielleicht beide, kann sein. Was passiert dann? Dann kommen wir in der Arbeit nicht einmal mehr ins Drehkreuz, durchs Drehkreuz durch und produzieren, von produzieren gar nicht zu reden. Handy wird abgeschalten, weil es ja bloß ein Klick. Und da denke ich, sollten wir ein bisschen vorausdenken. Wir sollten energietechnisch auf eigenen Beinen stehen, uns unabhängiger machen, und das können wir eigentlich nur mit Energie, die wir selber herstellen können. Wie ich zu Atom und zu Kohle stehe, glaube ich, weiß mittlerweile jeder, dass ich da nicht so der Freund davon bin. Also bleibt es uns bloß übrig, solche, wie wir da haben, solche Windräder und Solaranlagen zu bauen. Das wird es nicht allein sein, es kann es gar nicht allein sein, weil dafür ist diese Art von Energieerzeugung zu ungewiss. Wenn kein Wind geht, wenn keine Sonne scheint, haben wir ein Problem. Also da werden wir uns was anderes einfallen lassen müssen. Aber uns abhängig machen von den Russen Gas und Öl, und ob wir es für die Russen nehmen oder für die Saudi, für die Saudis oder auch für die Amerika, ist eigentlich wurscht. Das Geld, was wir für Öl raushauen, um zu heizen und um mobil unterwegs zu sein, ich weiß gar nicht, ich habe es schon mal ausgerechnet, ich habe da schon mal eine Liste gemacht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Milliarden das sind im Jahr, wenn man das in die eigene Wirtschaft stecken würde, wäre es besser, definitiv. Und damit habe ich nicht einmal das komplette Öl gerechnet, sondern wirklich nur das Öl, was wir einfach nur verschleudern für Mobilität und für die Heizung. Wir würden dann immer noch genug Öl importieren müssen, weil alles im Endeffekt aus Öl besteht. Irgendwie Auto, Jeans, Klamotten, Kunststoff, Brille, egal was. Öl werden wir deswegen immer noch genug brauchen. Und deswegen ist es eigentlich zu schade, dass wir das Öl einfach verbrennen. Ja, das ist so. Viel geredet, wenig Sinn. 23 Minuten knapp. Schreibt es mir in die Kommentare rein, was ihr davor haltet, wie ihr dazu steht. Ich glaube, dass wir spätestens im Frühling, wenn es rauswärts geht, die Leute nicht mehr halten können. Und dann werden sie mit Fackeln und mit Mistgabeln vor dem Kanzleramt stehen und die Jungs rausziehen, glaube ich. Weil wenn wir so tun, als wäre das in Amerika damals mit dem Kapitol, als wäre das so weltfremd und als wäre das so bei uns nicht vorstellbar, doch, ich kann mir das vorstellen, dass das bei uns auch so gesagt hat. Nicht, dass ich es will, nein, aber vorstellen kann ich es mir. Und heutzutage, glaube ich, musst du dir alles vorstellen können, weil es nichts nicht gibt. Es gibt einen Spruch, ich weiß gar nicht von wem, irgendwie vom Wissenschaftler, der hat einmal gesagt, also sinngemäß gesagt, nur weil es heißt, es ist nahezu unmöglich oder nicht vorstellbar, heißt es noch lange nicht, dass es nicht gibt. Ja, und wir können nicht mit Fug und Recht behaupten, dass es sowas in Deutschland nicht geben wird. Es hat schon mal gegeben. Ich hoffe, sowas kommt nicht mehr. Aber die Leute werden immer ungeduldiger. Und wie letztes Jahr war, eben, bis da in Stuttgart war, wo da diese, keine Ahnung, 300 Jugendlichen rebelliert haben und ordentlich Gas gegeben haben. Was machen wir denn, wenn es keine 300 sind, sondern wenn es 3000 sind? Oder 30.000? Oder 300.000? Dann möchte ich keinen der Politiker sagen hören, tut mir leid, das haben wir nicht gedacht. Das haben wir nicht voraussehen können. Hättet ihr lieber mal das Video geschaut, würde ich sagen. Auch wenn es langweilig war. So, 25 Minuten. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, wie eure Meinung ist. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Servus, sagt Locker, euer Fokker.